Willkommen zurück zu meinem Let's Play Arcanum. Wir sind zurück in Shrouded Hills. Wir haben ja das letzte Mal die alte Bessie Toon Mine erforscht, ergründet und auseinandergenommen. Haben dort einen Schuh gefunden, den haben wir dem Ristess gebracht. Der hat uns dafür einige Informationen zu unserem Ring gegeben. In der Zwischenzeit haben wir einige Sachen verkauft in der Stadt. Sind ein bisschen grantelig, weil irgendwie der Auftrag von dem Schmied nicht funktioniert hat. Wir haben noch immer, wir haben ihm da zwar, also wir haben zwar diese Eisenerze, aber die Gesprächsoption erscheint so, als hätten wir sie noch nicht. Ich war dann dazwischen noch einmal drinnen in der Bessie Toon und habe geschaut, ob ich irgendwo eines übersehen habe. Habe ich aber eigentlich nicht. Na egal. Vielleicht verkaufen wir das Eisenerz nachher einfach. Jetzt bin ich zum Besitzer oder zum ehemaligen Besitzer der Bessie Toon unterwegs. Ah, irgendwas muss man drücken, damit man laufen kann. Ich weiß noch nicht mehr genau, was es war. Irgendeine F-Taste, kann das Nicht sein? an. F-A. It is done. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Das sind die Befehle für. It is done. Für vielleicht irgendwo in den Options Game Auto Attack, Auto Switch, Always Run On. So geht es natürlich auch dann. Irgendwie hat er irgendwas. Es gibt irgendeine Taste, womit man das Rennen abstellen kann. Das ist natürlich dämlich, weil wenn wir nicht rennen, dann dauert das ja ewig von A nach B. Okay, sprechen wir mal mit Percival Toon. How do you do? I spoke with your mother's ghost. You did? What did she say? She said, Sarah, my dear Sarah. He looks disgusted. Sarah. He spits the name. Sarah. Ich kann es nicht spucken, weil sonst würde ich meinen Computer dreckig machen. That is my sister. A hateful person, really. She deserted us. Left here to go to that dilapidated Kingdom Dernholm. What an affront to our family. Sagt mal affront. Affront? Schwer zu sagen. I see. Could you tell me where Dernholm is? Why? Why would you want to know that? You want to go speak with her, don't you? I don't think that's wise. She won't tell you anything useful, I mean. It could help, though. I need to find something to go on. Perhaps I should speak with the bloke who owns the mine now. Why did she go to Dernholm? As you wish. I will be on my way. Fangen wir das mal. Who can say? She was always so irritable and unkind to me. It broke my mother's heart when she left. Perhaps if I could go and speak with her? Why? It can't hurt, though. And I do need something to go on. No, I don't rightly know if she's still, living in Dernholm. Actually, now that I think about it, I believe she no longer lives there. I suppose you'll have to find answers elsewhere. I'm sorry, I mentioned it. It will be. I will be going now. Das heißt, wir müssen von irgendjemand anderem erfahren, wo Dernholm ist, um die Schwester zu finden. So ein Idiot. Ich mag ihn nicht. Aber nachdem das ein Königreich ist, wird das ja wohl irgendjemand anderer auch wissen, wo das ist. Könnten wir mal auf die Karte schauen. Das ist eingezeichnet. Achso, nein, falsche Karte, die Karte. Also Tarant ist eingezeichnet. Naja, wir werden es schon finden. Was soll schon Schlimmes passieren? Soweit ich mich entsinnen kann, müssen wir so oder so nach Dörnholm irgendwann einmal. Hey, Human Villager. May I speak to you for a moment? Could you tell me how to get to Dernholm? Of course, here.
Let me show you on your map. Okay. Thank you for the information. Na schau an, jetzt wissen wir auch, wo Dörnholm ist. Und zwar hier unten. A dying feudal kingdom. Na sowas. Okay, eigentlich haben wir hier alles erfüllt, was erfüllbar ist. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte Mal mitgekriegt habt. Wir haben einen Auftrag außerdem von einer Elfentante gekriegt, die irgendeinen Anhänger sucht. Ich kann mich erinnern, den habe ich damals nicht gefunden, als ich das Spiel schon mal gespielt habe. Wir könnten schauen, ob wir Sog jetzt mitnehmen können. Ah, da ist dieser Dan. Vielleicht sollten wir dem seinen Auftrag erfüllen. Das ist zwar nicht sehr freundlich, aber... Ach nein, pfeif auf diesen Auftrag. Ich will weder die XPs noch sonst was davon. Ich will nämlich weder mit dem was zu tun haben, noch mit dem Constable. Man kann ihn nämlich auch verpfeifen an den Constable, aber um ehrlich zu sein, das tue ich auch nicht. Dazu mag ich den Constable zu wenig. Da ist die Bar. Ah, warte mal, da ist das Inn. Vielleicht können wir den Sog mitnehmen. Das wäre ganz praktisch, weil der Kampf, der jetzt kommt, weiß ich, der war ziemlich grausam. Der war ziemlich arg. Der war nicht so einfach zu bekämpfen. Hello, Sog. Might I impose on you for a moment? Sure. What do you want to know? You sure you won't join me? So, weil ich bin ja immerhin gestiegen jetzt ein paar Levels. Vielleicht mag er jetzt. Sure, sounds like a good idea. Two heads are better than one. Burp. Even if one of them is a drunk as mine. Ha, let's get out of here. Na schon. Good, let's be off then. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Hat der eine Waffe? Nö. Unidentified Dagger. Ach ja. Na gut. Wir gehen noch einmal zum Schmied. Vielleicht funktioniert das jetzt. Vielleicht gibt er uns ein Schwert. Das können wir dann gleich dem Sog geben. Und ansonsten müssen wir halt eines kaufen. Also irgendeine Waffe wäre schon ganz gut, wenn wir ihm geben würden. Aber ich weiß. Nein, mit dem will ich eigentlich gar nicht reden. Geh weg, Constable. Na, das ist nur ein Dings. Der Schmied wird wahrscheinlich im Bett sein mittlerweile. Das heißt, da ist der Doktor. Ah, das war Ristess, oder? Ja, das heißt, der Schmied ist eins drunter. Sachen hier zu finden sind immer so. Oh nein, der Schmied ist noch da. Schauen. Always a pleasure, my friend. Hello, Lloyd. Could you spare a few moments? I'm still looking for some ore. Ich finde das überhaupt nicht richtig. Interested in trading. Wir könnten natürlich einfach ein Schwert kaufen. So ein Broadsword zum Beispiel. 457! Wie viel Geld habe ich denn? Oh, ich könnte es mir leisten. Wir könnten ihm die Dinger verkaufen. Dann können wir zwar diesen... Dings nicht erfüllen, aber was soll's. Pfeif drauf. Ich will hier sowieso nicht wieder herkommen, zumindest nicht so bald. Haben wir das Broadsword? Das wäre sicherlich okay für den Sog. Oder? Eine Axt, 1 bis 12, 1 bis 9, 4 bis 16, 3 bis 11. Bist du wahnsinnig? Das ist schon ein ziemliches Monster von einem Schwert. Also noch was? Nö. Ah, das ist das Zeug, was wir ihm schon verkauft haben. Und das macht 1 bis 8 und 1 bis 4. Das wiegt 100 Stones. Könnten wir kaufen, ja. Ah, das ist blöd. Jetzt sehe ich gerade erst, das ist deswegen ein bisschen doof, weil haben wir eigentlich dem Virgil etwas in die Hand gedrückt, hat der nicht. Hat der irgendwas? Nein, der braucht auch ein Schwert. Ah, verdammt, ich hätte doch nicht das teure Schwert nehmen sollen.
Weil dem sein Stab ist kaputt geworden. Leute, could you spare a few moments? Kann der eigentlich auch Dings? Kann der eigentlich auch was reparieren? Nein, nein, nein. Habe ich das jetzt verkauft? Ich hoffe nicht. Nein, habe ich nicht. Oh. Oh. Gott sei es gedankt. Na gut. Wieso repariert der nichts? Das ist ärgerlich. Na gut. Dann gehen wir nochmal zu der alten Dame. Wir müssen irgendwie auf 100 Goldstücke kommen. Dann können wir nämlich den Dolch identifizieren. Na, vielleicht verkaufen wir dort einfach einen von den Tränken. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Wir könnten einen von den Tränken verkaufen. Dann kommen wir auf 100 vielleicht. Dann können wir den Dolch identifizieren. Wenn wir den Dolch identifiziert haben. So, gehen wir von alleine hin. Dann kann ich was trinken in der Zwischenzeit. Und wenn wir den, dann können wir einem von den beiden den Dolch geben und dem anderen das Breitschwert, natürlich dem Sock das Breitschwert. Und dann im nächsten Moment könnten wir eigentlich schon versuchen, die Brücke zu überqueren. Hallo, junge Dame. Shall we barter? Wie viel gibt sie mir? 6 dafür und 8 dafür. Das ist blöd. Wir müssen auf jeden Fall 2 verkaufen. Mist. So. Und jetzt, can you identify something for me? 100 Coins. Na gut. Ein Hexed Dagger. Das heißt, er ist verhext. Hext heißt irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Willst du diesen Stab kaufen? Das natürlich auch nicht. Ist eh klar, weil es verhext ist. Ah, so ein Dreck. Na gut. Kann man auch nichts machen. Du kriegst trotzdem das Ding. Und sag, du kriegst das. Und diesen Stab haben wir einfach weg, wenn wir einen Mistkübel finden. So, da oben ist die Brücke. Wow. Na gut, gehen wir mal in die Richtung. Irgendwie ist schon finster. Ob die auch noch da sind, wenn es Nacht ist? Vielleicht kann man in der Nacht einfach drüber schleichen. Hey, da ist ein Locked Barrel. Human Thief. Ich würde sagen, das sind die zwei. Half Ogre Bandit. Naja, sprechen wir mal mit ihm. Yes, what can I do for you? Excuse me, and who are you, sir? Oder I take my leave. No, fragen wir mal, wer er ist. Who am I? Who am I? I am Lucan. Lucan the Witless. Oh. Witless heißt so viel übersetzt wie dumm, sprachlos, sowas in die Richtung. Where I roam, the masses squabbling. Pertubiciousness, was auch immer das heißt, and trepidunction. You dare pretend not to recognize me? Ah, oh yes. Now I see. Please forgive the disrespect, Lucan. You motley band of fools have outstayed your welcome, witless. Quite apropos, I'd have to say.
I need to cross this bridge, Mr. Witless. Ah, nehmen wir das erste. Wir sind einfach freundlicher mal am Anfang. Thank you so much. I can almost forgive your chalinity with comments like that. Okay, der dürfte nicht besonders klug sein. And your fearsome friends? Where did you meet them? I'm so very happy now about crossing this bridge. Your vocabulary. God, God. Now I'm doing it. Witless, I've never heard a more fitting name. Wir können ihn auf jeden Fall beschimpfen. Wir bleiben einmal freundlich. At university, where I became disenchanted with the drudgery of the structured academical, Mist, ich lese es, wie es gehört, academial life. Of course, these gentlemen were cooks at the cafeteria, but we all shared a common hate for authority and honest day's wage. University? Ah, I should have guessed. Yes, but my mind outgrew their subterraneous teachings. I bent not to the will of tyrantulosity, and so Lucan the Witless, thief extraordinaire, was born, the scourge of shrouded hills and beyond. What an unparalleled yarn. Now I really must get across. That does it. You are likely candidate for the day's braining. Let's get back to some more pressing. Machen wir das erste, was soll's. Ah yes, the bridge. That's a different matter. You see, my friends and I have found it advantageous to require of travelers a small toll for the use of our bridge. You can be assured the funds are beneficial to our little group here. Of course, I understand completely. What's the charge? A microcosmical amount, a mere 1000 gold pieces. Nicht einmal wenn ich sie hätte, würde ich sie dir bezahlen. Bist du wahnsinnig? Nothing for a well-traveled individual like yourself. Perhaps there is a way we might circumvent the fee? There might have been. If I didn't already know you were in collision with that constable. I think you'd better leave now, or my colleagues will send you into the river tied to the heavy end of a millstone. Ugh. Ah, okay. Wir können das Angebot nicht mehr annehmen, weil wir vom Constable das Angebot angenommen haben. I see. I'll take my leave of you then. Wir werden ihn nachher noch beschimpfen, aber zuerst möchte ich hier speichern, weil ich nicht noch einmal alles machen muss, will. Speichern, weil ich kann mich erinnern, an dieser Stelle bin ich oft gestorben. Und ich will nicht noch einmal von da hinten rüberrennen und wieder mit diesem unfreundlichen Typen reden und dann vergessen, dass ich eigentlich irgendwo irgendjemanden fragen hätte müssen. Na gut, was soll's. Yes, be quick now. Look on the witless. Might you spare a moment? What do you want? Ah, Zutritt will jemand. Na gut, Herrschaften, an dieser Stelle mache ich eine kurze Pause. So, willkommen zurück. Das hat jetzt war jetzt seltsam. Na gut. Ja, wieder zurück zu Lucan. Wir werden ihn jetzt wahrscheinlich erledigen. Das heißt, wir dürfen ihn jetzt beleidigen. Diesen Idioten. Lucan the Witless, might you spare a moment? What do you want? Lucan has little time for truffling matters. I'd be honored to hear more about you, Lucan. I've come to pay the fee. Thank you so much. I can almost forgive your churlinity with comments like that. Witless, I've never heard a more fitting name. Yes, don't you think? My two vehementest companions. Wieso two? Achso, da hinten steht noch einer. Verdammt, es ist dunkel. Ich habe den zweiten gar nicht gesehen. Es sind drei, aber ich brauche einen. Vielleicht haben die sogar eine Rüstung für meinen neuen Freund Sog.
Vielleicht hätte ich mir den Sock sogar vorher anschauen sollen. Kann ich das jetzt noch? Nö. Yes, don't you think? My two vehementest companions gave it to me. Witless, you see. Without humor, without laughs. My irascibility is unmatched. Oh Gott. Wollen wir uns den Sock nochmal anschauen, bevor wir... Na, wurscht. This whole situation is pointless. I've come to execute you. Where did you pick up these fellows? Nein. Yes, you truly are without wits, Lucan. Lucan, okay. Thank you so much. I can almost forgive you. Es ist vollkommen egal, was man ihm sagt. Er ist einfach zu dumm, um es zu verstehen. And you are fearsome, friend. You are... Your vocabularity. God. God. Now I'm doing it. It's not uncommon that my eloquentology rubs off on those around me. Oralization, like my own, is almost preterlateral in its uniquity. Oh, please, I can't take it anymore. Do you question the validation of my verbosity? And you have... Nein, war, wie, was? Price is one. Right, I tell I have it. I don't like that price and you even less. Now you die. Oh. Gott sei Dank, es gibt mir eine Möglichkeit, ihm den Krieg zu erklären. Das ist fast so wie bei Victoria, wo man einen Kriegsgrund braucht. So, machen wir diesen Kampf endlich. Könnten wir Pause machen, bitte? Könnten wir mich überleben lassen, bitte? Okay, dieser Kampf ist jetzt schon ein wenig strange, weil... was mache ich da? Puh, das war mal ein Beginn. Na, servus. So, machen wir mal das. Au. Na, immerhin, den einen sind wir los. Mal schauen, ob meine Verbündeten da irgendwas tun können. Okay. Nein, können sie nicht, wir sterben. Okay. Hey, was soll das? Okay. Okay. Das war's nicht. Ja, ich werde das nächste Mal nochmal reingehen. Und sie richtig besiegen. Bis dahin. Viel Spaß und gute Nacht. Mal schauen, ob ich es beim nächsten Mal schaffe. Da werde ich mich etwas besser vorbereiten. Zumindest versuchen werde ich es. Bis dann. Tschüss euch.